Barbie kann genauso gut singen wie die ganzen Heulbojen, die hier unter Vertrag stehen. Frank, es tut mir leid, aber sie hat kein Talent. Wenn ich Barbie nicht mehr sehe, dann bist du die längste Zeit meine Schwester gewesen. Jedenfalls möchte ich erst mal ein paar Tage bei dir wohnen. Falls du nichts dagegen hast. Dann kann ich meinem kleinen Bruder nämlich den Haushalt führen. Lass das jetzt. Und du bist nicht so allein. Vorübergehend. Und du? Ich soll für Tim... Ich dachte, du wärst längst auf dem Weg nach Südamerika. Eigentlich schon. Aber? Nach unserem Abschied. Also ich habe zufälligerweise Tim getroffen. Wir sind zu uns quatschen gekommen. Und da hat er mir angeboten, dass ich hier wohnen kann. Er meint übrigens auch, dass wir es nochmal miteinander versuchen sollten. So, meint er. Das heißt, du hast deine Südamerika-Pläne über Bord geworfen? Ja, sagen wir mal, ich habe sie vorübergehend auf Eis gelegt. Susanne, ich liebe dich so. Bitte, wenn dir noch irgendwas an mir liegt, dann komm mit. Jetzt warte doch mal. Wo willst du hin? Nach Hause. Ja, und was wird denn aus mir? Ja, was weiß ich, frag doch Tim. Wenn du Glück hast, fährt er mit dir nach Südamerika. Noch Kaffee? Einen kleinen Schluck noch, ja. Danke, reicht. Soll ich dir vielleicht noch ein paar Eier machen? Ist nett von dir, aber ich habe keinen Hunger mehr, danke. Ein Toast? Nein, danke. Wie du willst. Aber falls ich noch was für dich tun kann... Ja, kannst du. Hör auf, mich zu bemuttern. Was hältst du denn nun wirklich von dem Vorschlag deiner Schwester, bei dir zu wohnen? Es hat einige Vorteile für sich, denke ich. Sie nimmt dir den Haushalt ab. Denkst du? Also ich finde es sehr nett von dir, dass du dich um mich kümmern willst, aber ich komme sehr gut alleine klar, wie schon gesagt. Ich weiß. Und ich respektiere deinen Wunsch. Aber falls du es dir noch anders überlegst, bin ich jederzeit für dich da, okay? Damals nach ihres Tod, da war ich sehr froh, dass noch jemand im Haus war. An deiner Stelle würde ich mir ihren Vorschlag überlegen. Nicht nötig. Außerdem ist gar kein Platz im Moment bei mir. Ich habe einen Freund zu Besuch. Einen Freund? Das hättest du auch eher sagen können. Ja, es hat mich keiner gefragt. Und um euren Fragen zuvorzukommen, ihr kennt ihn nicht. Das macht nichts. Wir lernen ihn kennen. Bring ihn doch heute Abend zum Essen mit. Das ist doch eine gute Idee. Ja, ich frage ihn mal. Geht Barbie immer noch nicht ans Telefon? Hey, wie wär's denn, wenn du einfach mal hinfährst? Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber entweder sie ist nicht da oder sie macht nicht auf. Du bist sicher, das bringt was? Wenn ich's dir sage, ich kann mir sein Trauerface einfach nicht mehr länger mit ansehen. Das hier wird ihn sicher aufmuntern. Hoffentlich. Kann einem wirklich leid tun. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wahnsinnig cool, hinter meinem Rücken über mich zu labern. Wenn ihr mir was zu sagen habt, dann bitte jetzt, ins Gesicht, sonst haltet die Klappe, ja? Entspann dich, okay? Cleo und ich, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir dich vielleicht aufmuntern können. Verarschen kann ich mich auch alleine. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Wir sind deine Freunde. Und deshalb, das ist für dich. Nimm schon. Was ist das? Dich fragen, gucken. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, hä? Ich dachte, es wäre eine nette Überraschung. Ach, Kinder, was ist denn jetzt schon wieder los? Das geht nur Tim und mich was an. Komm, wir reden oben weiter. Tante Erika. Guten Tag, Susanne. Grüß dich. Seit wann bist du hier? Ich bin heute Morgen angekommen. Und wie lange bleibst du? Na, ich weiß noch nicht.
Aber bestimmt bis morgen, oder? Ja, ich denke schon. Dann reden wir nachher weiter. Ich freue mich. Um nochmal auf Susannes Frage zurückzukommen, auch wenn Tim nicht sehr über deine Anwesenheit begeistert zu sein scheint, mir wäre es lieber, wenn du trotzdem noch ein paar Tage bleiben könntest und ein Auge auf ihn hättest. Natürlich. Meine Agentur muss erst mal ein paar Tage ohne mich auskommen. Hat auch Vorteile, sein eigener Chef zu sein, oder? Ich habe erst mal eine Woche frei gemacht und wenn das nicht reicht, dann kann ich problemlos noch ein paar Tage dranhängen. Bleib so lange du willst. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Ja, eigentlich wollte ich mir jetzt ein Hotel suchen. Ach, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du bleibst selbstverständlich bei uns. Macht euch bloß keine Umstände. Ihr habt doch schließlich genug um die Ohr. Ach, Sie können in Annas Zimmer wohnen. Das macht überhaupt keine Umstände. Ja, wenn ihr meint, dann bleib ich selbstverständlich gern bei euch. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Habt ihr geglaubt, ich muss Tobias nur sehen und schon schmelze ich dahin? Nein, ich wollte doch nur... Was? Mich in deine Wohnung locken, damit wir dort weitermachen können, wo wir aufgehört haben? Ich dachte eigentlich eher, ihr könntet noch mal von vorne anfangen. So dachtest du. Aber auf die Idee, dass ich das vielleicht gar nicht will, bist du nicht gekommen. Na, dann denk mal ein bisschen drüber nach. Oder glaubst du, ich beende eine Beziehung nur so zum Spaß? Nein, du hattest sicher deine Gründe. Toll, dass dir das jetzt einfällt. Mann, daran habe ich doch nicht gedacht, dass ich Tobias mit seinen Koffern in der Kneipe gesehen habe. Und woran dann? An mich. Und an Julia. Und daran, dass man leider erst merkt, wie sehr man einen Menschen liebt, wenn er nicht mehr da ist. Du hast das bestimmt nur gut gemeint. Aber die Sache mit Tobias liegt ein bisschen anders als bei dir. Wieso? Er liebt dich. Ich finde ihn ja auch ganz nett, aber das ist keine Basis für eine Beziehung. Ihr müsst ja nicht gleich heiraten. Der Ratschlag kommt ein bisschen spät. Tobias und ich... Die Sache ist... vorbei, das nichts zu machen. Geil. Wo hast du das hier? Hat mir so ein Plakat Heini im Tausch gegen eine Kette überlassen. Danke, Alter. Ja, kein Wasser. Also irgendwie verstehe ich deine Begeisterung nicht. Naja, also so wie es aussieht, ist sie ja wohl nicht mehr an dir interessiert, ne? Na und? Madonna will auch nichts von mir wissen und trotzdem hängt ein Poster von ihr über meinem Bett. Aber nicht mehr lang. Also ich an deiner Stelle würde diese Barbie so schnell wie möglich abhaken. Die will dich doch nur ausnutzen. Hm? Will sie nicht. Und warum hat sie dich dann links liegen lassen, nachdem sie erfahren hat, dass Sophia keinen Plattenvertrag gibt? Hm? Sophia hat doch keine Ahnung. Sie hat sie eiskalt abserviert, dann wärst du auch weggerannt. Jetzt bleib mal locker. Sehr wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür, dass sie nicht ans Telefon geht oder die Tür aufmacht. Hm? Aha. Und die wäre? Sie ist verreist. Und wenn sie zurückkommt, wird sie ihren Anrufbeantworter abhören und dich anrufen. Hm? Natürlich. Hör mal, die Frau hat doch gemerkt, dass du total auf sie abfährst. Und wie sie dich angeguckt hat, ich meine, die steht auf dich. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Barbie. Hallo. Nee, Alter, schlag mich, sonst glaube ich, dass ich träume. Du hast es nicht anders gewollt. Aua! Diese Festival-Idiot. Also ich weiß ja immer noch nicht, was zwischen dir und Tobias vorgefallen ist. Aber es ist wirklich so schlimm, dass du gleich Schluss machen musst, bevor es richtig angefangen hat. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Warum siehst du einfach nicht ein, dass du nichts ändern kannst? Weil du selber gesagt hast, dass du Tobias vermisst. Ja, da dachte ich auch, dass er weg ist. Ach, nur weil er noch da ist, empfindest du nichts mehr für ihn? Das nehme ich dir nicht ab. Glaub, was du willst, aber lass mich endlich in Ruhe. Ja, damit es dir hinterher genauso beschissen geht wie mir. Was meinst du denn, wie oft ich mir überlegt habe, was passiert wäre, wenn ich damals nicht aufgelegt hätte? Wenn ich noch ein einziges Mal mit Julia geredet hätte? Tobias und ich, wir haben so oft miteinander geredet und es ist nichts dabei herausgekommen. Ihr könnt es doch wenigstens mal versuchen. Ja? Entschuldigt bitte die Störung. Tim, ich muss noch mal kurz nach Düsseldorf und da wollte ich fragen, ob du Lust hast, mitzukommen. Denk einfach noch mal drüber nach, ja? Noch ist es nicht zu spät. Wollte mich eigentlich schon früher bei dir melden, aber ich musste Hals über Kopf nach München.
Eine Plattenfirma ist an mir interessiert. Die wollen mich ganz groß rausbringen. Sagen sie jedenfalls. Glückwunsch. Danke. Bist du eigentlich sehr sauer auf mich? Ach Quatsch. Ich weiß ja jetzt warum. Karriere geht vor, ist schon okay. Ist es nicht. Du hast so viel für mich getan. Dir echt Mühe gegeben. Und ich hau einfach ab und sag noch nicht mal Danke. Wofür auch? Sophie hat dich immerhin ganz schön runtergemacht. Aber du hast an mich geglaubt. Das tue ich immer noch. Und wenn ich nicht schon diese Firma unter Vertrag hätte, dann würde ich sonst was tun, damit es Sophie tut. Ich weiß. Und dafür bin ich dir auch echt dankbar. Sag mal, hast du Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Ich kenne ein schnuckliges französisches Restaurant. Ja, klar. Um 7? Ja. Dann bis nachher. Ciao. Ciao. Ja. So, da wären wir. Keine Angst, ich bleibe auch nicht lange. Ich will nur schnell deine Wohnung anschauen, wenn ich schon mal hier bin. Ja, klar. Sieh dich um. Ja, und dein Besuch? Der ist nicht da. Du kannst dich in Ruhe umgucken. Gut. Julia nie gemacht? An beide versprochenen Belegexemplare rufen Sie mich bitte in den nächsten Tagen an. Ich habe eine interessante Aufgabe für Sie. Liebe Grüße, Angelika Kraft. Sie kann es ja nicht wissen. Was meinst du? Warum lässt sie mich einfach im Stich? Das hat sie doch gar nicht getan. Warum kommt sie denn nicht wieder? Was habe ich ihr denn getan? Geil! Darauf wird Barbie sicher abfahren. Damit kannst du eher einen Hamburger essen gehen, aber nicht in ein halbwegs vernünftiges Restaurant. Ich glaube, Barbie will tatsächlich mit mir in so einen Laden gehen, wo man mit Messer und Gabel essen muss. Hoffentlich kann ich das überhaupt noch. Du schaffst das. Wir müssen nur was an deinem Outfit ändern. Ist immer alles ein bisschen bunt. Und was ist damit? Oh, schlapper Look. Total out. Außerdem fehlt da ein Knopf. Mhm. Oh. Na ja, dann das hier ist doch gar nicht so schlecht, oder? Hier. Mhm. Sieht aus wie ein Ganzkörperkondom. Was willst du denn für Hosen anziehen? Ich dachte, die ich immer so anhab. Meinst du deine weiten Techno-Dinger oder deine Aminakampfhosen? Ich weiß nicht. Also. Ich glaube, das Beste ist, wir gehen mal nach oben und sehen nach, was da ist. Kommst du einen Augenblick ohne mich klar? Kein Problem. Ach, wie sieht's denn im Übrigen mit deinem Bestand an Unterwäsche aus? War nur ein Scherz. Oh Gott. Man weiß echt nicht, ob man lachen oder weinen soll. Wieso? Naja, weil ich diese Miss Wackelpopo nicht weiter als über die Nasenspitze traue. Ja, oder glaubst du, die meinst mit Frank ernst? Keine Ahnung, aber gönnen würde ich sie. Ich auch. Aber ich werde nochmal das Gefühl nicht los, dass diese Barbie es nur auf seine Connection zu Sophie abgesehen hat. Was mich am meisten fertig macht. Dass ich einfach nicht weiß, was passiert ist. Und ob Julia vielleicht wirklich noch lebt. Wenn Julia noch am Leben wäre, dann hätte sie sich bestimmt gemeldet. Und was, wenn sie nicht will? Wenn ihr alles egal ist, wenn ich ihr egal bin? Julia hat dich geliebt. Warum hat sie dich sonst geheiratet? Das habe ich mich auch schon gefragt. Sie hat dich geliebt und das weißt du auch. Ich liebe sie immer noch.
Es ist schlimm, wenn man den Menschen, den man liebt, für immer verliert. Aber noch schlimmer ist, dass man nichts dagegen tun kann. Mann, das ist nicht fair. Stimmt. Aber Julia lebt ja weiter. Die Erinnerungen, die schönen Momente, das kann dir niemand wegnehmen. Ich finde es schade, dass Tim nun doch nicht zum Abendessen kommt. Ja. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn er mal alleine sein will. Ich bin's. Hallo, mein Junge. Hallo, Papa. Ela. Hallo. Na? Hast du dich wieder beruhigt? Ja. Ja, ich wollte mich für gestern Abend entschuldigen. Es war wirklich blöd von mir, euch mit meiner neuen Vision verrückt zu machen. Freut mich, dass du das sagst. Weißt du, so schwer es dir auch fällt, du musst einfach akzeptieren, dass Julia nicht mehr im Leben ist. Je eher du das tust, desto besser gerade für dich. Ja. Ich werde es versuchen. Und ich werde versuchen, nicht mehr so gereizt zu reagieren auf deine Vision. Na komm, ist doch okay. Ich habe damit angefangen, oder? Brandner? Frau Kommissarin Weber? Kann ich bitte Ihre Tochter sprechen? Tut mir leid, die ist nicht zu Hause. Kann ich was ausrichten? Ja, es geht um Ihren Mann. Oliver? Ja, wir sind ziemlich sicher, dass er noch in Deutschland ist. Woher wollen Sie das wissen? Ein Bekannter von Herrn Kopp arbeitet auf einem Handelsschiff, das gerade in Hamburg liegt. Und er hat ausgesagt, dass Herr Kopp dort als Koch angeheuert hat. Ja, das ist ja schön und gut, aber warum erzählen Sie mir das, anstatt ihn einfach zu verhaften? Weil Herr Kopp seine Stelle zu dem verabredeten Termin nicht angetreten hat, Herr Brandner. Er hat sich nicht zufällig bei Ihnen gemeldet? Nein, ich hätte Sie sofort informiert. Natürlich. Und sagen Sie bitte Ihrer Tochter Bescheid, dass Ihr Mann noch in Deutschland ist. Ja, das tue ich. Und falls er sich bei ihr meldet, soll sie mich natürlich sofort benachrichtigen. Ich richte sie aus. Gut. Herr Brandner, es tut mir leid, dass ich keine bessere Nachricht habe. Macht nichts. Trotzdem, vielen Dank für Ihren Anruf. Jetzt hör doch endlich mit der Grübelei auf und leg dich ein bisschen hin. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schlafen kann. Aber ich. Ich habe dir nämlich Schlafmittel in den Tee getan. Eine Dosis, um einen Elefanten zu beruhigen. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich bringe dich noch zur Tür, solange ich noch kann. Und falls noch was ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich bin jetzt erstmal bei Arno die ersten Tage. Danke für alles. Gerne. Schließlich bist du mein Lieblingsbruder. Ja, ich bin ja auch der Einzige. Oh, Frau Sander. Von Anstetten, Sie haben mich jetzt sehr erschreckt. Oh, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ich bin gekommen, um nach Tim zu sehen. Wie geht's dir denn, mein Junge? Ja, geht so. Erika hat mich gerade mit Schlafmittel abgefüllt. Ach so, ja, dann ist es wohl besser, wenn ich ein andermal wiederkomme. Ja, wahrscheinlich. Bin ich nicht der beste Gesprächspartner im Moment. Ich wollte auch nur mal nach dir sehen. Ja, ich muss jetzt, meine Herren. Ja, gut, okay. Kann ich Sie zum Auto begleiten? Gerne, gut, gerne. Tim, leg dich jetzt was hin. Ich ruf dich nochmal an, okay? Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Zum Nachtisch dann bitte zwei Coupé Adonis. Zwei Coupe d'Anoise. Ah ja, oder so. Du siehst toll aus. Danke. Du aber auch. Findest du? Weißt du eigentlich, dass du die schönsten Augen hast, die ich je gesehen habe? Ach. Ich wusste gar nicht, dass du so schöne Dinge sagen kannst. Das wusste ich auch noch gar nicht. Das muss wohl an deiner Gesellschaft liegen. Meinst du? Es gibt eigentlich nur einen Weg, das rauszufinden. Und der wäre?
Du musst nochmal mit mir essen gehen. Aber bitte nicht erst, wenn deine erste Platte auf dem Markt ist. Bis dahin bin ich nämlich verhungert. Das könnte sein. Es wird nämlich keine Platte geben. Keine Platte? Aber ich dachte, du hättest den Vertrag schon längst in der Tasche. Ich war zwar in München. Und die Firma war auch sehr an mir interessiert. Aber der Produzent war dann doch nicht mehr so begeistert. Aber warum das denn? Er meinte, das Demo-Tape wäre einfach zu schlecht. Die Mischung stimmt hinten und vorne nicht. Ja, wenn es nur daran liegt. Ist doch super für dich. Naja, überleg doch mal. Sie haben dich nicht genommen, weil die Qualität des Bandes so schlecht war. Und nicht, weil du nicht singen kannst. Du meinst? Genau. An deiner Stelle würde ich es einfach noch mal mit einem professionellen Tape versuchen. Vielleicht hast du recht. Aber wo bekomme ich das her? Na komm, willst du nicht doch zum Essen bleiben? Ja, wollen schon, aber die Arbeit im Studio macht sie nun mal nicht von allein. In letzter Zeit ist sowieso eine ganze Menge liegen geblieben. Ja, dann bist du wohl nicht aufzuhalten. Wenn du schon nicht bleiben kannst, dann probier doch wenigstens mal. Vielleicht überlegst du es dir ja noch. Ja, das würde ich ja gerne, aber ich kann wirklich nicht. Gut, dann aber das nächste Mal. Hallo. Hallo. Hi. Ist irgendwas oder steht ihr nur so zum Spaß im Flur? Wenn man's nimmt. Oliver wäre fast von den Bullen geschnappt worden. Was? Ja, sie haben rausbekommen, dass Oliver auf einem Frachter in Hamburg als Koch angeheuert hat. Leider ist er dort doch nicht erschienen. Was war denn? Kommissarin Weber geht davon aus, dass er sich immer noch in Deutschland aufhält. Sie bittet dich, sich zu informieren, wenn er nochmal Kontakt zu dir aufnimmt. Glaubst du wirklich, Oliver ist so blöd? Er weiß doch ganz genau, dass sie nichts mehr von ihm wissen will und sofort die Polizei ruft, wenn er auch nur in ihre Nähe kommt. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ein Mensch, der auf der Flucht ist, ist unberechenbar. Voilà, Coupe d'Anoise. Und du siehst keine Möglichkeit, ein Demo-Tape zu produzieren, ohne dass man dabei pleite geht? Sag mal, in der Firma deiner Schwester, da müsste es doch eigentlich Tonstudios geben. Ja, schon. Ich kann ja mal sehen, was sich da so machen lässt. Das würdest du wirklich tun? Tja, klar. Meine Schwester ist zwar zurzeit nicht so gut auf mich zu sprechen, aber naja, irgendwann wird sie sich schon beruhigen. Und dann frage ich sie mal. Irgendwann ist zu spät. Geht es nicht ein bisschen schneller? Oder hast du schon vergessen, dass du alles tun willst, um mir zu helfen? Nein, natürlich nicht. Gut, denn du wirst das bestimmt nicht bereuen.